Die Altstadt ruft und wir wollen ihr einfach mal antworten. Hallo Altstadt. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Dying Light. Toxischer Tabak. Was? Schon wieder Nacht. Oh. Ja, bei den neuen Antalya Apartments. Fantastischer Tomahawk war es nämlich. Toxischer Tabak. Na toll. Hallo? Ich glaube, ich werde mal den Wurfhaken aktiv lassen. Dann können wir den sowieso schon zuschnallen. Nachtschwärmern entkommen, wenn die uns wieder verfolgen. Ich setze uns mal so einen weißen Lichtkegel, so eine Lichtsäule. Und schnell gehen muss, damit ich weiß, wo ist was. Damit ich nicht nur nach dem UV-Licht gucken muss. Es kommt mir gerade kein Zombie an, aber ich will mich nicht beschweren. U2, geil. Ich brauche Müll. Was weht uns hier denn für ein lauer Wind entgegen? Oh Gott, oh Gott. Wir waren das nicht. Das war bestimmt der Apothekenbesitzer. Sei bitte leise. Batz. Ups. Der Schatten ist auch seltsam, wie er hier auf einmal so breit da ist, wenn ich so rüberschwinke. Ja, wieder. Ich würde ganz gerne rein. Einfach so. Dann ist hier bestimmt nicht viel drin. Blechdose. Mit der Blechdose jetzt einen neuen Gegenstand herstellen können. Okay. Kühlschrank, Alkohol. Und Müll im Kühlschrank, auch gut. Boink. Einmal Moll, sehr schön. Hat sich schon auf jeden Fall gelohnt. Kein Besitzer da. Kasse geplündert. Wollen wir mal einen Fax schicken. Ich geh wieder rein. Läuft das rein, hä? Das ist ein ganz normaler Zombie. Oh oh. Das war auch ein normaler. Wo ist? Wo kommen Sie denn her? Zu sehr aus dem Fenster gelehnt, hä? Das ist ein Nachtschwärmer. Und was für einer. Huhuhu. Ist da auch Tomahawk dran? Nee. Luft zu Wasser. Okay, wo gehen wir denn jetzt hin? Ich will mir bei Nacht immer nicht viel vornehmen, weil... Schwierig. Ich kann auch hier nicht komplett zumachen. Ich würde jetzt ganz gerne mal in Ruhe auf der Karte gucken. Am Ende kommt hier Nachtschwärmer rein. Oh Mann. Also, ausgeweitet mit dem Irwin. Da müssen wir aber in die Slums zurück. Das sind nur Prämien. Des Sort würdig. Gehen Sie zu Hellraid. Waren wir doch schon. Gehen Sie zu Hellraid. Nö. 50 Requirierungspakete bräuchten wir auch für den Schalldämpfer. Wenn ich das aktiviere, werden die dann alle auf der Karte angezeigt? Wir sehen hier am Kartenrand wird nichts angezeigt, gar nichts.
Toll. Dann haben wir im Grunde gar nichts mehr. Wie war das nochmal mit dem... Ah ne, dann mussten wir ja ans Wasser zum Gefängnis. Dann können wir uns ja mal darauf vorbereiten, aber vorher würde ich ganz gerne noch hier was mitnehmen. Ah, ich würde ganz gerne nochmal ausgeweitet angehen. Dazu können wir uns auf jeden Fall schon mal hier etwas auswählen. Und auf der Karte müssen wir dann da, wo wir wieder zurückgehen können. Das ist ja nicht zwingend hier, ich sag mal, der Hauptturm in dieser Ecke. Nicht zwingend. Futterplatz der Flüchter. Wir haben schon zwei Gewehr, bei uns fehlen noch die Requirierungspakete. Prämienpinnwand. Das ist ganz nah bei uns. Hier haben wir auch die letzte Folge beendet. Dann machen wir uns mal da auf den Weg. Kann man auch da zurück in die Slums? Mal gucken. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall wäre es da sicher. Nee, ich mache jetzt keinen Wofagen. Oh, das war gerade schöne Regenbogenfarbe. Ich kletter ganz klassisch hoch. Macht eh viel mehr Spaß. Und ist vielleicht auch leiser. Jetzt müsst ihr oben im Nachtschwärmer stehen. Hier wäre auch gleich eine Sicherheitszone. Nein, ich will durchsuchen. Mull hatte er sogar dabei. Ich will mal gucken, was er hat. Totenkopfmachete ist jetzt nicht so besonders, wie ich finde. Moll. Und die Munition haben wir immer noch voll, ne? Wir bräuchten schon den Schalldämpfer. Das wäre auch gar nicht so verkehrt beim Gefängnis, wenn wir da leise sein könnten. Ich verkaufe ja lieber, als zu schlafen. Was? Er verkauft lieber, als zu schlafen? Mhm. Da geht's rüber, eine Brücke. Ein Brücke. Diese Geräusche hier und da und überall. Da hört man jetzt bei Nacht mit den Nachtschwärmern ganz besonders drauf. Über die Mauer könnten wir. Ob so schaffen wir das nicht. Ich stelle mich mal lieber auf die Höhe der Mauer, da kann ich mich immer noch drauf abräumen, wenn es nicht. Wenn wir es nicht weit genug schaffen sollten. Ah, es klappt. Entschuldigung. Aber auch nicht runterschubsen. Oh Gott, oh Gott. Nicht gut. Ich muss zurück zur Sicherheitszone. Kacke. Mit Getreiben pfeifen. Boah, was explodiert denn da noch? Was ist denn hier los? Das waren wir nicht. Ich brauche etwas Übersicht. Wie die schreien. So, jetzt gehe ich den ganzen Weg nochmal. 30 Medkits. Ich stünde doch irgendwo, wer? Ich glaube, er klettert gerade irgendjemand wo hoch. Ja, runter besser gesagt in dem Fall. Hier zu links auch irgendwas zu klettern hören. Nur drauf.
falls ich doch zu kurz kommen sollte. Sicher ist sicher. Ja, oh, schon wieder Müll. Also die Altstadt ist echt ganz schön mullfreundlich. Ist das Osaf da oben? Ja, ist eine Orange. Zigaretten. Guten Tag. Gehen Sie bitte darüber auf den Tisch. Gleich gestorben? Taps, taps, taps. Gute Nacht. Oh Mann. Das war so ein stachliger Nachtschwärmer. Im Bad vielleicht nochmal. Ah, geil. Steht er da vor der Tür? Oh Mann, was ist denn hier los? Voicemail, könnten wir uns anhören. Müsste ich nicht vorlesen, oder? Sonst würde es ja Textnachricht heißen. Wir hören zwar gerade nichts schreien, aber meine Erinnerung sagt mir, hier war mal so ein Schreikind drin. Ne, vielleicht auch nicht. Falls er gleich immer in die Bude kommt, dann machen wir die Tür zu, dann können wir in Ruhe mitnehmen. Achso, es gibt keinen zum Knacken. Kein Knackschloss. Wir sind schon ein ganz schönes Stück weit weg von der Sicherheitszone. Was passiert jetzt? Wir werden reingeschoben, okay. Müssen wir hier wo raus, wenn ich aufs Dach will? Ich dachte, der klettert wieder was. Boah, es war bloß auch. Ich dachte, der klettert wieder. Hier ist irgendwas. Hier klettert irgendwas, hier schnauft irgendwas. Vielleicht klettert es gerade hinter uns hoch. Huhuhuhu. Dort wäre wieder eine Apotheke. Boah, das macht Lärm. Okay. Ich würde viel lieber da hin. Das ist aber noch ein weiterer Weg. Oh, ey, Mann, ey. War nicht so ein scheiß Lärm. Ich glaube wirklich etwas erschrocken. Verkaufen, kaufen, gucken, Moll, jawohl. Sonst, nö. Nö. Achso, haben wir was zum Verkaufen? Bestimmt. Küchenkram hier. Zigaretten habe ich doch eingesagt, auf jeden Fall. Zigaretten. Hier hätten wir gleich wieder was zum Verkaufen, Kaffee. Hier schnauft zur Rechten schon wieder jemand. Oh Mann. Ist das Blumenerde? Boah, das sah gerade aus, wie wir die Hände beleuchtet haben. Also ich merke halt bei Nacht, der geht gleich... Flöten. Bei Nacht bewegt man sich auch gleich anders. Allgemein langsamer, vorsichtiger, bedachter. Boah, das hätte uns einen Stromschlag verpassen können. Zu Rechten ist... Bist du das hier? Das Dreding? Irgendwas macht hier wieder Lärm. Das ist das Kaufhaus. Es wird schon wieder hell. Ich würde da gerne ganz gerne auf meine Uhr gucken. Die zeigt dir die richtige Zeit an, aber wir können sie leider nicht von den Armen halten. Ja, da bietet sich eigentlich ein Wurfhaken an, aber das ist doch lahm. Hier runter will ich jetzt auch nicht. Hier ist eine viel zu große Straße. Da kommen wir niemals so einfach rüber. Außer es gibt hier noch Solarzellen. Aber hey, die Nacht ist eh gleich vorbei. Da können wir auch hier bleiben. Dann kann ich auch unbesorgt nach unten gehen.
Vielleicht sehen wir ja noch, wie Nachtschwärmer wieder zurück in sein Dunkel geht, in seine Höhle. Komm, geh runter. Tschüss. Nicht durchfallen. Alkohol, sehr schön. Gidigit. Es bimmelt, es ist kurz vor... ja, Nachtende. Nacht überlebt. Super. Wir sind sogar einen stacheligen Nachtschwärmer sehr nah gekommen. Man braucht die Nacht gar nicht zwingend überspringen. Man muss halt sehr vorsichtig sein. Oder genau wissen, was man tut. Bestenfalls beides zusammen. Man kann sich ja auch nahe eines... Was mache ich denn? Einer Sicherheitszone oder generell von Unterschlupf zu Unterschlupf bewegen. Schaut mal, hier ist eine Seilrutsche. Damit kommen wir über das Wasser. Entschuldigung, es war nicht so beabsichtigt. Hier ist noch jemand in der Bude. Fällt gleich durchs Fenster. In der Zwischenzeit machen wir mal auf. Da liegt ja schon was drin. Hallo. Die Ecke kommt mir aber sehr bekannt vor hier mit... Ja. Da wollen wir hin. Da will ich zumindest hin. Fuchtelnder. Sind bei Nacht noch schlimmer als bei Tag, weil sie auch die schlimmen Viecher alarmieren. Die Nachtschwärmer. Jetzt nicht sterben, wir haben fast Legendenstufe 18 erreicht. Bam! Au! Und Legendenstufe, du warst das. Vielen Dank dafür. Ein Zerstörer hat sie auch noch. Ist zwar was sehr Einfaches, aber besser als nix. Sagt das Spiel, gib doch mal aus, da hast du noch einen Fertigkeitspunkt. Oh Gott. Nee, nicht einfach so aus dem Fenster springen, erstmal gucken, wo es da hingeht. Hier ist schon wieder diese Pfütze. So, wie komme ich hier weiter von Dach zu Dach, ohne runterzufallen? Flipp. Auch so eine Pfütze auf dem Dach. Ah, das geht so geschmeidig. Das war nicht geschmeidig. Ja, gerade noch so erwischt. Was macht denn der hier oben? Kurz vor der dicken, fetten Basis. Oh Gott. Lebt der noch? Krass, der hat's überlebt. Das Licht aus, Strom sparen. Scheiße, Scheiße. Ach, hier stand ich doch letztens erst. Auf so einer Kante. Drüben geht's weiter. Mist, hier ist noch eine Wand. Scheiße, Scheiße. Überlebender gestorben. Ziegel. Jetzt bräuchten wir noch einen Zombie. Steineschmeißer. Oh! Das war definitiv zu kurz. Elfenwelt von hier oben. Das war zu weit. Naja, der wird schon wissen, was er tut. So, wir haben es geschafft. Könnte man die Ziegel aber schon vorher werfen? Das kommt irgendwie neu vor. Womöglich habe ich das einfach nie ausprobiert. Scheiße, Scheiße. War hier gerade was lila? Hm. Ah, Herausforderung. Ich gehe nochmal kurz mich anzünden. Guten Tag. Gibt uns leider kein Geld.
da nochmal hin, hier rüber, okay. Ob er noch was Tolles hat? Kaufen, gravierte halbautomatische Schrotflinte, damit kommst du jetzt an. 2805 ist minimal besser als unsere, oder? Ah ne, die muss ich aber anders angucken. So. 25 und 30. Ist genauso gut, beziehungsweise schlecht. Du wirst nirgends. Kostet jetzt aber auch nicht so viel. Womöglich sogar in etwa genauso viel. Na, warum nicht? Hier kriegst du noch etwas Zeug, freust du dich. Nee, verkaufe ich nicht. Kannst du mal Requirierungspakete verkaufen? Für einen Dollar. Das wäre nett. Wo war denn jetzt das Poster nochmal? Da konnte man nicht rein. Wo war denn das Poster hier zum Rübergehen? Schon doof, wenn man das nicht mehr weiß. Hier war das nicht. Das hätten wir ihn ja direkt gesehen, als wir hier angekommen sind. Ich bin ja, glaube ich, zuerst zum Händler gegangen. Als wir hier wieder in der Altstadt angekommen sind. War das hier draußen? Oder bin ich erst hier hochgelaufen zu ihm? Oder war das doch hier drin? Ich meine, wir sind ja auch... Ja, na wobei... Naja, gehe ich ja direkt zu Hellraid. Ich will einfach nur... Hier ist es. Wir sind ja auch bei dem Hellraid-Händler da hierher gekommen. Ja, es gibt ja mehrere Punkte, wo man von der Altstadt zurück in die Slums kann. Denn hier sind wir auch durch die Kanalisation gekommen, ne? Ich hätte da ein Schnäppchen für dich. Nix mit Moll, aber eine Sprühdose nehme ich einfach mal so mit. Wir haben das Geld ja, 97.000. So, bevor das Spiel meckert, ja, gib doch mal aus, gebe ich mal aus. Und zwar das letzte Mal bei der Heilungseffizienz, dann muss ich mir wieder was anderes suchen. Aber wir sind ja auch bald Stufe 20. Ach, Doppelklick ging ja nicht. Nee. Gut, hätten wir das auch. Ganz Haran, keine besseren Angebote. Sogar ein Medkit, sehr schön. Auch ein Medkit. Wer wirft eigentlich die Versorgungsgüter ab? Der Irwin. Hier ist er. Jetzt ist er da hinten. 226 Meter. Die Oma sammelt schon wieder Schnürsenkel. Wir könnten ja wieder zu unserer Gasse. Ich meine, wir brauchen es zwar nicht zwingend, aber Spaß macht's schon. Ganz schön frech. Büchst du einfach so aus seinem Haus aus. Sogar mit Pfeil hier. Hier gehst lang. Dann hast du viel, viel Spaß. Ah, ich bin so weit gesprungen. Au. Hab eine bessere Idee. Stadtgasse. Gucken, ob hier wieder aufgefüllt wurde. Ist ja schon etwas länger her. Also hier ist schon mal nicht aufgefüllt. Da ist aber wieder zu. Das haben wir offen stehen lassen zuletzt. Wollen wir helfen? Bevor das Spiel uns wieder ein schlechtes Gewissen machen möchte. Ich schaffe das ja auch alleine und ist dann beleidigt, wenn wir helfen. Zwei, sehr schön. Achso, wir sollen gehen. Nur dann. Wir waren's. Der war bestimmt schon vorher tot. Gott segne. Siehst du? Sag doch, wir waren's. Du gibst mir auch noch was. Wären wir als Zombiefutter geendet. So, jetzt will ich aber ein paar Mullbinden abholen. Na, geht doch. Wieder aufgefüllt. Sehr freundlich. Wer auch immer das war.
Wahrscheinlich der, der hier einfach zu Hause ist. Hat sich geärgert und gewundert, warum sein ganzes Zeug verschwunden ist. Hat er wieder alles aufgefüllt und jetzt nehmen wir wieder alles mit. Da habe ich letztens gar nichts genau geguckt, wegen zum Beispiel Metallteilen. Tja, oh, hier könnte man auch rein. Oder raus. Rein könnte man hier auch. Hier ist nämlich ein Loch. Flagge. Irgendein Sammelkram. Was habe ich eingesammelt? Die ganzen Blechdosen hier, die kann man nicht einsammeln? Okay. Draußen wartet jemand auf uns. Ein Fan. Batterien, sehr schön. Schönes Lager hier. Boah. Elektronisches Bauteil. Gucken, ob hier noch was reinkommt. Geheimversteck. Gar nicht so geheim. Jetzt kommt der Besitzer hier rausgesprungen. Nein. Da geht's nicht auf. Dreimal Moll. Jetzt geht's nämlich los. Radio lassen wir aus. Draußen ist gerade jemand langgerannt. Hallo. Man hört ihn gar nicht. Gut. Geschirmtes. Abgeschirmtes Fenster. Zack. Zack. Licht an ist nicht. Selbst die Kasse wurde wieder aufgefüllt. Das ist sehr nett. Nun gut, dann sind wir hier durch. Ist auch ein cooles Geräusch, wie das, wie die Riegel aufgeschoben werden. Woher wissen die eigentlich, dass wir hier drin sind? Ah, boah, das hat sie gut gemacht. Muss ich ihr lassen. Boah, schiebt sofort wieder auf den Arsch. Oh, jetzt geht hier der Einrichtungskram kaputt. Wir haben keine Ausdauer mehr. Hihihi. Da freut sich derjenige an. Nein, dann kann er nicht auffüllen, wenn da blöde Viecher drin sind. Schloss hier. Steht sofort wieder auf, ey. Ganz schön wendiges Vieh. Oh, jetzt kuscheln sie. Gehen wir runter. Ich will das auch noch plündern. Habe ich schon. Ach so. So. So, er wird sich wundern, der Besitzer, was da drin rumliegt. Die Waffe ist auch gleich im Arsch. Wir haben nur noch eine Reparatur. So, da hinten 61 Meter. Hier haben wir auch noch was angenommen zuletzt, ne? Als ich das mit dem Schalldämpfer... Nee, das war woanders. Das war bei irgendwie einer Tankstelle. Das war nicht so unbedingt. Das war eher da hinten. Ja. Das war nicht so bewohnte Gegend. Die arme Waffe. Ich habe gerade eine Rabattaktion laufen. Oder war das hier mit dem... Ja, das war hier. Mit dem Parkourmann. Der Balkan, genau, der Dahl, der möchte gerne Dahl. Der große Zampano, der Superstar. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, Brecken übertreibt's mit dem Lob, bei weitem. Willst du was von mir, Kumpel? Es regt mich furchtbar auf, dass sie behaupten, du wärst der beste Kurier im Turm. Das war immer ich. Vulkan, klären wir das ein für alle Mal. Zeig mir, was du drauf hast, Crane. Beweise, dass du schneller bist. Außer du hast Schiss. Hast du? Vulkan Dahlmeier, nenne ich ihn. Ich muss keinem was beweisen, aber na gut. Der Wurfhaken darf nicht benutzt werden. Reichen Sie 3 Kontrollpunkte zeitgerecht. Die Bedeutung brauchen wir nicht zwingend, aber wir machen es. 1, 10. Da hinten ist der erste. Geht schon los.
Start war nicht gut. Ich gehe jetzt mal unten lang. In der Altstadt ist es eher wichtiger, oben lang zu gehen. Wobei, wir müssen nach oben, sehe ich gerade. Hofhaken darf nicht benutzt werden. Ja, jetzt stinken wir. Nee, effektiv ist das nicht hier, wie ich hier zum ersten Kontrollpunkt gehe. Überhaupt nicht. Weil ich jetzt auch noch zurückgehe. Jetzt an die Kiste mitnehmen, das wär's. Au, 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 au. Das wird sowas von gar nichts. Wo war der Spaß nochmal genau? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ups. Ich kletter nochmal hoch, damit ich das nochmal sehe, wo wir hin müssen. Für den nächsten Versuch. Ach, da hinten. Oh, okay. Entschuldigung. Ich sag's mal, wie es ist. Du bist eine Null. Ein Nichts. Aber wenn du mir das Gegenteil beweisen willst, weißt du ja, wo du mich findest. Ich muss keinem was beweisen, aber na gut. Bestenfalls wäre ich gleich hier beim Lämmchen hoch. Ah, Start ist wieder nicht so gut. Weil ich jetzt auch ewig nicht nach oben komme. Na. Scheiße. Sollte schon den Vorsprung nutzen, der da ist. Das schaffe ich doch wieder nicht, oder? Doch. Das denke ich aber. Ist durchaus sehr gut zu schaffen. Jetzt hier auf den Dächern entlang rennen, das kommt mir wieder bekannt vor. Haben wir das schon mal versucht zu schaffen? Haben wir es sogar mal geschafft? Schaut mal, wie viel Zeit, wie knapp das wird. Ich meine, wir schaffen es jetzt nicht, aber ich war so nicht gut und trotzdem so knapp. Du bist eine Null, ein Nichts. Aber wenn du mir das Gegenteil beweisen willst, weißt du ja, wo du mich findest. Wir werden bestimmt zwei was machen müssen. Ich muss keinem was beweisen, aber na gut. Dass man hier immer erst draufklicken muss. So Ghostrunner-mäßig würde ich mir wünschen, dass man direkt neu starten könnte. Zumindest mit einem Tastendruck. Naja. Na, hier oben ist eigentlich blöd, weil hier kommen wir nicht ganz nach oben. Und wieder Blödzeit verloren. Ich muss einfach den Sprung vom Hausdach rüber schaffen. Dann wird das schon. Diesen Sprung hier. Und damit muss ich auf diesen Vorsprung, jawohl. Bestenfalls nicht wieder runterfallen. Auch sehr schön. Jetzt komme ich nicht ganz rüber. Mist. Jetzt könnte es nochmal etwas eng werden. Wobei 23 Sekunden, das wird locker reichen. Rahim hat dir viel beigebracht. Aber nächstes Mal sehen wir, ob es reicht. Der Rahim. Und das war's jetzt wirklich schon. Okay. Na dann. Einfach mal so ein Vorbeigehen erledigt. Der Erwin, der war da oben. Der Filmemacher. Ist überall Stachel dort. Nein, da war doch eine... da war doch eine Kante. Warum fassen wir nicht an die Kante hier? Nein. Oh, ist echt doof. Das ist auch doof. Heilungseffizienz. Geh ich halt woanders lang. Ist auch Stachel dort.
Ah ja, Mikasa ist Tsukasa. Das ist er, der das damals gesagt hat. Und er ist oben auf dem Balkon. Guten Tag. Crane, Baby. Wir legen noch einen drauf. Massen von Leichen brauche ich. Massen. Also, bist du bereit für das nächste Gemetzel? Das nächste Gemetzel? Nehmen Sie die Waffe. Wo war die nochmal? Da drin. Da, wo wir hin müssen. Nee, hier. Mhm. Wunderbar. Und Action! Töten Sie innerhalb der Frist 60 Infizierte mit einer Spezialwaffe. Lässt die Waffe die Zombies explodieren? Oder die Feuermunition? Mal gucken. So speziell ist die gar nicht. Die hat Spezial 4 Munition. 999. Nicht komplett leer schießen. Mist, wieder eins zu viel Gewehr geschossen. Jedenfalls wird hier gekotzt und überhaupt. Ein Drittel haben wir und 1,17 noch Zeit. Hallo? Ekelhaft. Eine Rotze rotzt hier irgendwo. Ich weiß doch. Hinter uns ist was, was fuchtelt. Im Treten kann man da nicht nachladen. Sehr ungünstig. Ja, nee, wir sollen ja mit der Spezialwaffe töten, nicht mit Todesstoß zum Beispiel. Ach, die Munition geht überhaupt nicht runter. Wenn man noch bei 999 dachte. Man hat 999 Schuss und muss damit auskommen. Oh, rennt der uns in die Flinte. Medkits verbraucht das offenbar. Oder? 32 bestimmt. Wird nix. 20 Sekunden, wir haben erst noch nicht mal zwei Drittel. Wo kommen die denn alle her? Kommt die aus dem Boden gekrochen? Leer geschossen, Mist. Trotz Gitterer. Ein Viertel fehlt mir. Cut! Das war ja grauenhaft! Willst du die Zombies fertig machen oder meinen Film? Zum Glück kostet es mich nichts. Also können wir es nochmal probieren. Wunderbar. Und wunderbar. Action! Die Punkte, die Belohnung brauche ich nicht, aber ich mach's. Das ist Spaß, das will. Ich gehe wieder hoch, am besten da, wo der Rotzer ist. Ich würde gerne rennen, warum darf ich gerade nicht rennen? Nachladen nicht vergessen, allein schon wegen des taktischen Nachladens. Oh nein, ich hab's so umgebracht. Dass hier alles zum Einsammeln rumliegt, das schon vorhin noch. Mist, der lag geschossen, ich wollte eigentlich nur einen Schuss übrig lassen. Die Waffe scheint richtig viel Bums zu haben. Die würde ich ganz gerne mit ins Gefängnis nehmen. Das klingt. Ich würde die Waffe ganz gerne mit ins Gefängnis nehmen. 50 Sekunden, wir haben schon zwei Drittel. Jetzt nicht nachlassen. Es wird, glaube ich, noch eng. Oh Gott, der hat aber Dampf auf den Hammer. 9 Lebenspunkte. Jetzt eine Rotze und das war's. Generell wird es jetzt zeitlich eng. 10 Stück in 31 Sekunden, wobei das sollte schaffen. Das schaffen sollen. Wieder ein zu viel geschossen, Mist. Trotz das. Jetzt gehen uns die Viecher aus. Na ja, hier, ist was. Jawoll. Cut!
Oh, das Ding ist im Kasten. Was auch immer der Protagonist für ein Typ sein soll, du hast ihn rübergebracht. Ich war wie hypnotisiert. Wahnsinn. Die nächste Szene ist auch bald dran. Dann brauche ich dich wieder. Hier ist dein Geld. Oh ja, ich freue mich schon sehr. Ich sammle aber als nächstes erstmal da alles auf. Das wird mich freuen. Hoffentlich ist da ganz viel Müll dabei. Aber das dann erst in der nächsten Folge. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.